Was geht ab, was geht down, Leute? Herzlich willkommen, neues Eternal Evolution Video und heute wollte ich euch mal Thunder Dragon zeigen, wie ihr hier alles abräumen könnt. Es ist eigentlich relativ, ja, simpel. Ihr könnt Tarish, Panda nehmen, Res, dann Womegon und ihr könnt den, müsst ihr nicht nehmen, ihr könnt auch einfach Rebecca nehmen, die rasiert eigentlich noch mehr weg. Mache erstmal den ersten Fight ganz schnell fertig und dann sage ich euch den zweiten Fight, damit ihr das alles schön in Ruhe verarbeiten könnt. Ja. So sieht's aus. Ihr seht hier, Res ultet halt auf Panda, Panda ultet wieder und das gibt halt übertriebenen Damage Boost. Sieht, wie viel Schaden dadurch Aubeck auch macht und Panda. Ja. Lustig, dass der noch da drauf schießt, wo er schon tot ist. Das ist ein bisschen komisch bei seiner Ulti. Fällt mir gerade auf. Sollte ich auf jeden Fall mal vermerken. Werde ich mal eben auch vermerken im Chat. Mal kurz eine Pause machen. So, und dann hier der zweite Fight ist auch pretty simple. Ihr benutzt Rickard, ihr benutzt Motoko, ihr benutzt Dominik, ihr benutzt Fiona und ihr benutzt die neue und ihr habt das einfach dann Full Auto. Ihr benutzt Gabal, ihr benutzt Chaos Ship, ihr benutzt Prototypen hier, hallo, Phantom Cloak Level 60, Revitalisationskristall Level 60. Phantom Cloak ist, glaube ich, relativ wichtig, würde ich beurteilen, ihn hier zu haben. Ansonsten kann es schwer sein. Ist auch ab und zu, habe ich bemerkt, ein bisschen RNG. Manchmal stirbt Motoko aus irgendeinem Grund ultra schnell. Weiß nicht warum, aber jetzt habe ich das so hingestellt, dass sie in der Mitte links steht. Und jetzt passiert das irgendwie nicht. Und ja, ihr seht, sobald Motoko hier einmal ultet, geht hier übelst der Damage ab. Dann ist schon quasi eigentlich der Fight so gesehen entschieden, ja. Ihr seht, jetzt fällt er um. Wir machen diese Dinger da kaputt. Und ja, von da aus geht es ab hier jetzt relativ schnell bergab mit dem Boss. Ihr seht, also dass wir auch locker die Tickets hier mitnehmen werden. Sobald die Dom-Ulti explodiert, ist er quasi sofort in der nächsten Phase. Ihr könnt es sehen hier. Was passiert jetzt? What the fuck? Was ist jetzt passiert? Ja, das müssen wir wohl nochmal wiederholen. Das habe ich auch noch nicht gesehen, aber okay. Das war jetzt Omega weird. Warum ist auf einmal alles gestorben? Keine Ahnung. Egal, machen wir nochmal. Ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Beziehungsweise ist mir bei Level 9 nicht passiert. Das war jetzt das erste Mal, dass ich Level 10 gemacht habe. Sah auf jeden Fall verrückt aus. Mal gucken, ob das nochmal irgendwie passieren kann oder was das war. Aber jetzt sieht es nicht so aus, als ob wir so viel. Auch Rickard hat gut Schaden bekommen, aber die Sache ist, wir brauchen nicht unbedingt Rickard. Versuch's ohne Rickard hier weiterzumachen. Rickard ist jetzt nicht so der Damage-Dealer. Ah, 5%, das schaffen wir, okay. Ja. Also, sobald er in diese Phase kommt, macht er wohl relativ gut Schaden anscheinend. Habt ihr gesehen, mein Rickard ist da wirklich schnell weggekippt. Aber den braucht man auch nicht unbedingt hierfür, um das zu schaffen. Ihr seht, Dominik und Motoko machen eigentlich die meiste Arbeit. Ja. Ja, ansonsten, keine Ahnung, die Viecher brauche ich eh nicht unbedingt. Das farme ich auch erstmal nicht, diesen Boss hier. Keine Ahnung. Like, whatever. Bei mir spielt keiner Unleashed, bei mir spielt keiner Isolated, bei mir spielt keiner C4, so wirklich. Ja Leute, in dem Sinne, kurzes knackiges Video hier zum neuen Boss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer Resign 1.